herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist wieder ein Monat rum. Es ist wieder Diamondopoly-Zeit. Ja. Und zwar, ich muss euch aber leider was gestehen. Ich habe wirklich nicht viel geschafft. Ich habe nur ein bisschen was geschafft. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar einmal das Bild, was ich angefangen habe. Da hatte ich, glaube ich, so einen kleinen Streifen hier, hatte ich schon gepaintet hier rüber. Und diesen Streifen habe ich jetzt hier noch runter gepaintet. Hier bin ich gerade dabei, wie ihr sehen könnt. Also es fehlt jetzt tatsächlich nicht mehr viel. Hier unten ist dann jetzt nur noch quasi hier ein bisschen was, was da fehlt. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, ihr wisst ja, dass ich diesen Monat, also im März ja 10 Tage komplett out of order war sozusagen, weil ich ja da Doppelschichten gefahren bin. Und das habe ich schon gemerkt, dass die 10 Tage gefehlt hat. Und dann war ich total im Stickfieber. Ich war, habe mehr gestickt als gepaintet. So ist es nun. Ich kann nichts verschönigen. Ihr seht die Tatsachen. Ja, aber ich finde, das Bild kommt richtig toll raus von Diamondo. Und ich werde es auf jeden Fall mit in den nächsten Monat nehmen. Das werde ich auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein anderes Bild angefangen, aber nur angefangen. Das kann ich aber auch euch mal zeigen. Und zwar dieses Bild hatte ich ja auch noch ausgewählt. Ich hatte ja 6 Bilder. Da habe ich quasi gerade hier unten ein bisschen so ein paar Steinchen gesetzt. Hier 2, 3 Farben halt mal gepaintet. Wie gesagt, da habe ich noch nicht so viel gemacht, aber auch das werde ich mitnehmen in den April. Also, ich kann euch leider nicht so viel zeigen, was ich geschafft habe, aber so ist es halt manchmal, ne? Und hoffen wir, dass der April produktiver wird. ich muss ja auch dazu sagen, also ich setze mich da nicht unter Druck, weil das Hobby soll ja Spaß machen und wenn ich dann im Hinterkopf habe, oh, ich muss es auf jeden Fall noch fertig painten, dann habe ich nur Stress und dann komme ich vielleicht in eine Diamond Painting Flaute und das möchte ich natürlich auch nicht, ne? Ja, dann hole ich mal unser Spielbrett vor. Erstmal hier so rum. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich muss gerade mal schauen, bin gleich wieder da. Ich habe geschaut, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar sind wir hier auf diesem kleinen Fragezeichen stehen geblieben. Genau, da habe ich die Blätter gezogen. Das war das letzte Bild, was ich ausgesucht hatte. Ich hatte beim letzten Mal ja so viel Pasch. Ich glaube, ich habe 6 Bilder gezogen. Eine Zuschauerin hat dann geschrieben, ja, aber du weißt ja, beim normalen Diamondopoly nach 2-mal Pasch, wenn man beim 3-mal Pasch wählt, kommt man ins Gefängnis. Gefängnis gibt es bei mir nicht auf meinem Spielbrett. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, ne? Aber man hätte sagen können, okay, ich habe 3-mal gewürfelt, das 3. Mal setzt mal eine Runde aus. Aber da ich ja keine Mitspieler habe, laufen wir einfach weiter, würde ich sagen. Hier sind meine Würfel. Verlosungsfeld. Ihr wisst Bescheid. So, dann schauen wir mal, was das Glück heute zu mir sagt. Wir haben eine 2 und eine 4. Das ist eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Monsterchenbild. Und zwar haben wir hier einmal das Herz. Ich hole das Bild schön mal her, zeige es euch. So, und zwar ist es dieses Bild hier. Das ist ein Bild, wo ich sagen muss, was total schlecht gepixelt ist, weil normalerweise sollte es so im Squirrel-Technik aussehen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt so sehen kann hier. Und ich hatte das mal bestellt, einfach zum Testen. Ich werde hier auch nicht komplett alles weiß painten, sondern ich werde das verkürzen, hier oben, die 2 Linien hier unten. Und werde nur quasi vielleicht 2 Linien über dem Herz das außenrum in weiß painten. Also das ist ein Bild, was ich sagen muss, ja, das war nicht so ganz so gut ausgesucht, aber trotzdem möchte ich mal schauen, wie es rauskommt, wenn es gepaintet ist. Die Jule vom Kanal Torfeas Welt, die wird bestimmt jetzt ein bisschen grinsen, weil sie hat Kleeblätter gepaintet, auch in dieser Optik. Und ich glaube, bei ihr ist es auch so ein bisschen verschwommen. Das ist einfach der Größe geschuldet, ne? Also einmal das Herzbildchen. Dann würfeln wir mal weiter. Ich puste mal für euch, fürs Verlosungsfeld. Und wir haben eine 5. Ah, das könnte klappen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Leider nicht
Ein angefangenes Bild. Okay, ich suche ein Bild raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe ein Bild rausgesucht. Das ist wirklich groß. Das werde ich sicherlich nicht fertig machen können. Aber ich möchte dran painten, weil ich richtig Lust habe. Und zwar sind das die Elefanten von Diamond Painting Deutschland. Hier habe ich schon angefangen, hier das Stück. Und hier bin ich gerade dabei, das zu painten. Da ist nur die Folie abgegangen. Aber es klebt noch, Gott sei Dank. Und die Qualität ist halt toll. Also Harzsteinchen. Hier seht ihr es vielleicht auch nochmal. Das sind die zwei Elefanten. Ich kriege es jetzt nicht ganz auf drauf, aber ich habe euch dazu ja mal ein Unpacking gemacht. Das Bild habe ich von meinen Mädels bekommen. Aus der Mod-Gruppe. Von der Facebook-Gruppe. Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet. Falls ihr da Interesse habt, dabei zu treten, ist wirklich eine ganz tolle, harmonische und auch wirklich aktive Gruppe. Ich verlinke euch mal den Facebook-Link unten rein in die Infobox. Da seid ihr herzlich eingeladen, beizutreten, wenn ihr möchtet. Was wichtig ist, wenn ihr dabei tretet, beantwortet die zwei Fragen. Einmal, warum ihr gerne paintet. Die zweite Frage ist, stimmt ihr den Gruppenregeln zu? Ne? Das auf jeden Fall beantworten, sonst können wir eure Anfrage nicht annehmen. Ja. Und das Bild ist von Diamond Painting Deutschland, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also ganz, ganz schöne Qualität und ich habe so richtig Lust auf Harzsteinchen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Acrylsteinchen gepaintet. Ich möchte mal wieder Harzsteinchen painten. So, dann machen wir das auf die Seite. Jetzt darf ich noch einmal würfeln. Hoppla. Es ist abgestürzt hier, mein Freund. Mein Freund, der Frosch. So, angefangenes Bild war mal hier. So. Einmal nochmal. Und zwar haben wir eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bild mit runden Steinen. Dann suche ich mir mal eins aus und bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mir dieses schöne Bild ausgesucht. Und ich finde, das ruft so richtig nach Frühling mit den Kirschblüten dran, mit den zwei Vögelchen. Hier seht ihr das Vordruckbild nochmal. Aber ich glaube, man erkennt es auch so ganz gut. Und da habe ich richtig Lust drauf. Ein bisschen was Frühlingshaftes, was Kleines, weil ich habe jetzt ein ganz großes Bild noch mit dabei. Und dass ich da auch ein bisschen was schaffe. Ich habe ja noch die anderen zwei Bilder, wo ich noch mit reinnehme. Dann haben wir quasi einmal dieses Bild, das hier und die Elefanten. Und dann habe ich natürlich noch die zwei Bilder, die ich aus dem Vormontag habe. Also ich denke, da bin ich gut versorgt. Ja, es ist heute eine schnelle Spielrunde gewesen. ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich weiß, ihr fiebert da genauso mit wie ich. Und bin mal gespannt, was ich diesen Monat schaffe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Monat wieder zum Diamondopoly. Da würde ich mich sehr freuen oder zum nächsten Video. In dieser Stelle wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Und genießt das Wetter ein bisschen. Bei uns ist wirklich ein bisschen Sonnenschein heute rausgekommen. Nicht ganz so kalt, wie die letzten Tage war. Und wir sehen uns dann wieder am 5. Mai, also immer am 5. des Monats, kommt das Diamondopoly. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.